Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme-Session und neuen Folge von Tales of Zestiria. Oh ja, yeah. Wir fangen gleich auch mit der Geschichtenerzähler der Zeit. Oh. Nachdem ich den richtigen Knopf gefunden habe, warte, war das Viereck? L3. Nein, das war R3. Okay. The storyteller of time, huh? Hmm? You knew about Maven too? Well, you know, he just seemed like a storyteller to me. And when I confronted him about it, it turned out my hunch was correct. That's all. He's pretty well known as a storyteller, especially among Seraphim who have been around for a while. You could have told us about it, you know. Well, it's also a taboo. For both Seraphim and humans. But what does that entail? Let's focus on collecting the Earth in Historia, Mikleo. Just hearing those stories probably isn't enough. So when you see with your own eyes, you can figure out the truth behind the myth, huh? That's what it's about. Isn't that right? Okay. So. Und mehr hatten sie auch nicht zu erzählen. Aber... Okay. Eine seltsame Volkskunst. That's a funny thing they've got here. A doll inside of a doll. Oh? You see them a lot in the north. It's folk art. Hmm. You don't think... Maybe it's meant to symbolize the relationship between Seraphim and humans? Whoa, I wouldn't go overthinking it. But look, they specifically chose this odd configuration. There has to be some meaning behind it, don't you think? Hmm. Undoubtedly. So what would you say it means, then, having a human inside of a seraph? Well, maybe it represents the distinct personality inside each seraph? No, hold on. Perhaps, in depicting a fanciful inverse of the typical seraph and human vessel relationship, it's meant to symbolize coexistence between the two. Zavid, is there anything inside the innermost doll? Yes. Typically in the very core is... a plumpet. A plumpet? Yes. Yes, a symbol, of course. But of what? A pit is a seed, a sign of rebirth, perhaps? But then, why a plum? True, some bloom in the spring, but... I'm starting to get why you like toying with our boy Mickey here. I know, right? In some ways, he's even more pure than Saray. Such rich philosophy. Very profound. Aber was für Puppen. Ach da. Da ist sie. Seht ihr sie? Die nehmen diesen schwarzen... Wer ist denn das daneben? Okay. Ist einfach ein Digimon. Ist okay. Aber ganz ehrlich, das sieht doch aus wie so ein Baby-Digimon. Naja. Bitte sagt, dass Mithril fertig ist. Ich bin allen nachgegangen, dass ich zu Mithril finden konnte. Aber es scheint, als wären die Minen erschöpft. Und alle Reserven wurden längst aufgebraucht. Mit anderen Worten, wir... Brüder haben keine Möglichkeit, um an das Erz zu kommen. Wie auch immer, eine Sache haben wir erfahren. Unser Vater hatte einst versucht, Mithril im Arondachwald auszugraben. Ich nehme an, dass er seine Gründe dafür hatte. Vielleicht wäre es lohnenswert, sich das einmal genauer anzusehen. Bitte nimm das hier. Das ist das Werkzeug, das unser Vater für seine Ausgrabung verwendet hat. If we can just obtain some Mithril, we could have weapons and armor made from it. Entschuldigung. Nicht Waffen und Rüstung, sondern nur Waffen. Weil es für mehr, glaube ich, nicht reicht. So. Wir haben hier, glaube ich, jetzt ganz viele... Ich weiß gar nicht, ob wir uns die schon angeguckt haben. Wir sind wohl auf der Jagd nach Erdgeschichtssteinen. Und wir werden sie alle nacheinander suchen müssen. Danke für all die hilfreichen Hinweise, alter Mann. Oder er, nicht? Sergej und seine Männer sind sehr wachsam. Das sollten sie lieber. Sergej und seine Leute sind nicht einfach nur ein paar schwertschwingende Gauner. Sie sind Hauptakteure der Politik des Reiches, auch wenn sie die Hauptstadt bewachen. Wo wir gerade von ihnen sprechen. Ja, wir hatten uns das alles schon angeguckt. Entschuldigung. Aber wo steht das mit... Wo steht das mit dem Mithril? Ist das hier vielleicht? Achso, heilige Feuer. Nee, nee, nee. Nee, sind wir noch gleich? Irgendwas mit A-Wald. Moment, ich muss kurz gucken, sonst vergesse ich das wieder. Hier müsste es dann sein. Okay. Nee, nee, nee. Wolkranwald. Ich weiß, dass wir... ich glaube, das war der sogar. Ja, gut, ne? Mehr gibt's hier nicht wirklich. Hoffen kann ich vielleicht noch... Okay, dann erzähl uns da nichts davon. Aber wir müssen da sowieso mal wieder hin. Weil... da es ein paar Sachen gibt, die neu sind. Glaube ich zumindest. Dass die schon sind. Agil, find anything interesting? Sure did, boss. Remember how you were looking for Iris Gems? Earth and Historia! Did you find one? We did, but we were a little late. Someone besides Saray wants them? The guy that brought it is a priest who's studying archaeology. Archaeology? Is he studying ruins? I'm not really sure, but he has published several books. Oh man, that's awesome! I'm interested in his writing. Could you try to stay on topic for once? And who's this researcher? As far as I know, he went to the Litwark Bear Woods near Plitzerbach Wetland for some research. That's pretty dangerous. Though I do understand how he feels. I'm a bit worried. Let's go. Okay. Will sogar noch mal reden. Pass auf dich auf, wenn du diesem Vorschein in den Riesewagwald folgst, ja? Der ist nicht gerade der sicherste Ort des Kontinents. Du wirst ziemlich lange nach Süden gehen müssen. Durch einen Sumpf. Mit einem trügerischen Boden. Ich werde dir nicht raten, es zu unterlassen. Aber sei einfach vorsichtig, ja? Du pädophiler Wichser. Wieso sagt er das zu mir? Also, ich werde das noch irgendwann lernen, X und Viereck zu unterscheiden. Wartet mal, weil ich nicht geguckt habe. Der Wald kann ja auch so heißen. Ich will aber von unten anfangen. Bla 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 bla. Patinawald? Nein. 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 Okay. Da ist also nichts. Die Kacke ist, ich weiß. Ich glaube, so muss es am leichtesten sein. Ah, da. Eingang des Arondachwalds. Genau. Da wollte ich hin. Moment. Ach ja, der Wolkranwald ist ja... Ich habe das Richtige gemeint, aber mir das Falsche angeguckt. Das ist natürlich richtig Bronze von mir. Mit der Nase ist auch nicht wirklich besser geworden. Aber wenigstens läuft es jetzt nicht mal ununterbrochen. Sie ist einfach nur zu. Aber wenigstens nicht beide. So. Ich hoffe, ich kann euch... Wow! We're in Gramps' Domain! Gramps' Domain is pretty strong. Indeed. Yeah. Können wir nämlich ganz viele Sachen machen, die wir als wir das erstmal hier durchgetrullert sind, nicht machen konnten. Und ich sage euch, wenn wir hier erstmal alles aufgesprengt haben, werden wir hier nie wieder rausfinden. Das ist doch echt nicht fair. Achso. Naja, natürlich. Hier ist das Mithril. Aber ich kann es nicht abbauen. Deswegen kommt auch noch keine Mission. Deswegen kommt noch keine Mission, weil wir es noch nicht abbauen können. Das ist ja richtig kacke. Ah! Essbare und giftige Pilze. War wieder kein Text zu. frage mich, ob der Text nicht kommt, weil wir jetzt hier irgendwie noch zu früh sind oder einfach, weil es... Ne? Ja, tut mich auch. Oder weil es einfach keinen gibt. Weil ich kann mir bei so einem Spiel eigentlich gar nicht vorstellen, dass sie so einen Prüfplatz machen und dann einfach nichts dazu sagen. Das ist doch total scheiße. Aber irgendein Punkt ist da auf jeden Fall, den wir da erkunden können. Und den werden wir erkunden. Früher oder später werden wir alles erkunden. Oh, da ist nichts. Da ist auch nichts, aber ich werde trotzdem bis zum Ende laufen. Einfach aus Prinzip. Nein. Ich könnte ja auf die Karte gucken, dann sehe ich ja, ob es da nicht weitergeht. Hä? Wieso geht das nicht mit meinem Schwert kaputt? Hm. Ah. Ja, endlich mal eine Truhe, die ich öffnen kann. Oh, Beute drin. Ah. Yes, Mithril is ours, baby! Woohoo! Let's take it to the weaponsmith in Logren. Das ist aber auch hier Mithril. Könnte ich mit wetten. Das sind aber Golems, die erwachen werden. Das weiß ich. Ich weiß nun nicht, wieso sie jetzt schon rumliegen. Das verwirrt doch total. Aber ich denke, einfach... And that'll do it. Juhu! Um das ein bisschen schmackhafter zu machen mit dem Mithril, das wir gefunden haben. Dass das auftaucht, weil hier Mithril-Golems rumgammeln. So als Zusammenhang. Ey, Alter, was für eine Pflanze, ey. Ah, Hirschkäfer! Und wieder kein Gespräch zu. Der ist so deprimierend. Wisst ihr, was noch deprimierend ist? Ah, ich habe den richtigen Knopf gedrückt. Ich glaube, es war das hier. Genau. Dass wir da nicht jedes Mal beim Prüfen wieder Punkte dazu bekommen. Das ist echt behindert. Ich würde hier noch gerne so viele Sachen dazu machen. Und viermal nacheinander rasches Ausweichen auszuführen. Okay, okay. Nächste Seite. Ohne Schaden zu nehmen. Verringert sich die für mystische Arzt erforderlich, dass auch mal eins sind. Da ist ja auch kacke, ne? Hier die Sachen. Da muss ich. Okay. Kombo-Treffer. Oh, da fehlen mir sogar nur noch 4. Dann habe ich ein neues erlernt. Okay. Amortisierung. Ich bin erst 400 mal, knapp über 400 mal amortisiert. Alles okay. Was ist hier? Kombo-Treffer. Oh, da bin ich noch nicht so nah. Vor allem, was meinen die mit? Das, hier gibt es auch nochmal Abwehrsteigerung. Moment. Bei der Abwehr wird die Angriffshäufigkeit von Gegnern, die dich angreifen, erhöht. Genau, so rum war das. Und dann gibt es aggressive Abwehr. Ich werde nicht angegriffen, aber dafür alle anderen. Aber ich denke, ich werde das hier mal machen. Damit meine Bubis nicht so oft gefoltert werden. Schäden durch mythische Herz können durch Erdrücken von Viereck, wenn das 8 trifft, halbiert werden. Gilt pro Treffer. Das ist doch eigentlich nice, oder? Schäden durch mystische Arzt können durch Drücken von Viereck, wenn das 8 trifft, halbiert werden. Aktivieren. Wieso war denn das aus? Also, man muss natürlich Skill dafür haben, um das zu nutzen. Ja. Gut, und dann haben wir wieder nicht genug Punkte. Aber so viel können wir jetzt auch gar nicht mehr aktivieren, ne? Außer, ne? Aber die Sachen will ich auch nicht aktivieren, weil das verringert immer um ein SA. Und dann, wenn man das alles aktiviert hat, dann gar nichts mehr. Ist einfach leider so. So, jetzt renne ich hier noch ein paar Mal im Kreis, um einfach zu zeigen, wir haben uns verlaufen. Sure hope this is edible. Nichts, mit was man prallen sollte. Okay, da waren wir schon. So, jetzt haben wir uns verlaufen. Ja, was heißt wir? Nur ich. Genau, da ist die goldene Truhe. Moment, dann laufen wir doch jetzt zurück, oder nicht? So. Jetzt aber. Yeah, kommt wieder raus. Thank you very much, babe. So, das Mithril haben wir. Alter, das sieht einfach immer noch so schön aus. Das Mithril haben wir. So, welches Level ist denn der Herrscher hier? 14. Oh. Ah, komm. Das kann ich mir nicht länger angucken. Mir muss ich einfach was geben. Hier müsste ich eigentlich auch mal ein paar Sachen wieder wegbüllern. Ja, Spezialgriff brauchen wir nicht. Ich mache jetzt eh noch für den Rest der Folge. Die beende ich eh gleich. Das dürfte mich jetzt hier noch schwerer übel. Ja, die sind sowas von schlecht. Wenn man sich das mal im Vergleich anguckt. Ich brauche gar keine Weste mit 144, 36 und weg damit. Bei der Weste ist es immer relativ einfach. Das Problem ist nur, sobald mehrere aktiv sind. Aquariumblau. 151 zu 38. Hm. Und nochmal. Nee. Oh, aber mit Angriff. Die würde ich erstmal lassen. Die ist wieder schlechter. Die auch. Die Quarzmontur. 119 zu 40. Ah, okay, da ist dann... Nee, die ist schlechter, definitiv. Ah, Spezialangriff, die würde ich dann auch erstmal lassen, wenn sie speziell und so, ne? Ja, wenn man sich das mal so im Vergleich anguckt, man scheißt auf 4 Def und kriegt Fokus dazu, also. Und hier kriegt man Angriff dazu, hier kriegt man mehr Verteidigung dazu. Hm. Den trinken auch rüber. Alter, wie billig die Dinger sind. Wenn man sich hier anguckt. Die Dinger, die hauen dann schon rein. Ja. Okay, aber so viel dazu nicht. Hier habe ich auch schon richtig schöner. Hier ist eigentlich der Fokus wichtig. Dass man einen hohen Fokus hat, nicht hohen Angriff oder ähnliches. Was ich leider... Oh, nee, die Stiefel, die lasse ich erstmal. Nee. Nee. Okay, so viel dazu. Und hat uns leider nichts gebracht. Ach ja, wir wollten ja wieder woanders hinreisen. Aber wie es weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein. Ciao.